Weißt du eigentlich, wie scheißegal mir diese gesamte Übernahmenummer ist? Bitte? Ich habe wirklich andere Probleme. Ich werde meine Tochter nie wiedersehen. Nie wieder! Endlich habe ich euch wieder. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben, jemals aus diesem Gefängnis herauszukommen. Ich danke euch. Ich danke euch allen. Ich meine, ohne euch... Mein Gott, ich kann es noch gar nicht glauben. Du kannst uns hier überhaupt nicht rauswerfen. Ach, kann ich nicht? Karl hat uns erlaubt, hier zu wohnen. Ja, aber ich nicht. Ja, aber das kann... Jetzt sag doch auch mal was. Ja, das stimmt. Wir sind Karlas Gäste und können bleiben, solange wir wollen. Tja, aber Karla ist nicht da und das macht euch zu meinen Gästen. Und wie gesagt, Gäste kann ich rausschmeißen. Ich finde, wir diskutieren das irgendwann anders. Ich finde, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ihr benehmt euch oder ihr fliegt raus. Und eure Geschwister gleich mit, wenn die nicht ohnehin schon das Weite gesucht haben. Na, wie war's im Waisenhaus? Ich wusste gar nicht, dass Spielen so anstrengend ist. Ich brauche unbedingt ein Bad. Ja. Und eine Massage wäre auch nicht schlecht. Ja, echt? Wenn du dich also loseisen könntest. Ach, Olli. Du und Miri, ihr braucht mich doch jetzt gerade nicht, oder? Ach, wir freuen uns schon, wenn wir ein bisschen Unterstützung haben. Ihr braucht mich doch jetzt gerade nicht. Naja, schon klar. Hoch mit dir. Das war's gut bei mir. Ich merk's mir. Hallo? Hallo? Guten Abend, Herr Mann. Tab. Was wollen Sie? Sie daran erinnern, dass Sie bei dem Prozess für mich aussagen? Sie können mich mal. Freiheitsberaubung ist eine schwere Straftat, Herr Mann. Und Sie erinnern sich, ich habe Beweise. Fotos vom Tatort, Ihre Fingerabdrücke auf den Fesseln. Ein Arzt kann bestätigen, dass ich misshandelt wurde. Das sieht nicht gut aus für Sie. Für Sie aber auch nicht, denn ich lasse mich nicht erpressen. Wissen Sie, es geht hier auch nicht nur um Sie. Haben Sie auch mal an Ihre Lieben gedacht? Wäre doch schade, wenn denen etwas zustößt. Was meinen Sie damit? Hey! Hallo! Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Hey, das riecht ja richtig lecker. Darf man nochmal probieren? Hey, Finger weg, der ist für morgen. Ja, Entschuldigung. Ach, übrigens, Arno und Fabian haben Geschenke für Christina geschickt. Das ist ja nett. Aber mir wäre es lieber, Sie würden mitfeiern. Ja, es fehlen einige. Auch an Weihnachten. Naja, vielleicht kommt ja Lydia vorbei. Ich weiß, dass du wütend auf Sebastian bist. Nein. Wir werden Sebastian nicht einladen. Ich habe das ernst gemeint. Er wird Christina nicht mehr nahe kommen. Mhm. Na, was wären denn dann richtig fröhliche Weihnachten? Meinetwegen kann Weihnachten auch ganz ausfallen. Was? Es ist jetzt ein Jahr her, dass sie gestorben ist. Und was, wenn er wirklich ernst macht? Wird er schon nicht. Er spielt sich eben gerne auf. Und jetzt war eben niemand anders da, an dem er sich austoben konnte. Im Endeffekt sind wir ihm doch völlig egal. Er hat ganz andere Baustellen. Naja, vielleicht räume ich wenigstens mein Zeug und Kombizeug. Was denn für ein Zeug? Nee, Zeug, bevor er sich noch mehr darüber aufregt. Ja, aber Rebecca, es ist schon spät. Mach das doch morgen früh. Lydia hat recht.
Wenn du jetzt klein beigibst, dann bestätigt das Ansgar doch nur. Und wie gesagt, der kann uns hier nicht rausschmeißen. Karl hat uns erlaubt, dass wir hier wohnen. Natürlich kann ich. Ansgar, bitte. Ob Sebastian und seine Geschwister hier sind oder nicht, was interessiert dich das? Das kann ich dir sagen. Tanja liegt im Koma, Karl ist auf Weltreise, Elisabeth verschwunden. Die einzigen, die mich hier noch nerven, sind diese Ludwig-Sprösslinge. Und genau, das schaue ich mir nicht länger an. Jetzt komm schon, tu nicht so mitleidig. Die werden schon irgendwo unterkommen. Davon sind wir noch nicht die Heilsarmee. Hm. Außerdem, solange die hier sind, besteht immerhin die theoretische Möglichkeit, dass sie uns auf die Schliche kommen. Unsinn. Die haben doch von Anfang an geglaubt, dass ich Francesca bin. Ja, und ich werde dafür sorgen, dass es so bleibt. Hey, wo bleibt meine Bestellung für Tisch 7? Kommt gleich. Was ist los? Zu wenig geschlafen letzte Nacht? Auch. Wohl nicht nur das. Sondern? Luise macht dieser Prozess gegen Eduard zu schaffen. Irgendwie hätte sie jetzt einen üblen Albtraum, konnte die ganze Nacht nicht pennen. Und ich auch nicht. Du hast ihr von dem Drohanruf erzählt? Nein, das hätte sie, glaube ich, nur noch mehr beurunruigt. Ich sag dir, ich mach 10 Kreuze, wenn diese Geschichte mit Eduard endlich vorbei ist und der Typ im Knast landet. Ist ja nicht mehr lange. Davor ist Weihnachten, da könnt ihr euch doch super ablenken. Plätzchen backen, Glühwein trinken, Weihnachtslieder singen und am Christbaum kuscheln. Kuscheln. Wie romantisch. Und am besten fangt ihr gleich mal damit an. Was soll das? Luise hat mir gesagt, dass ihr Termin nicht lange dauert. Höchste Zeit, dass du oben für Weihnachtsstimmung sorgst. Ja, aber ich kann dich und Miriam ja nicht wieder alleine lassen. Na, wir kommen hier auch gut ohne dich klar. Das haben wir in letzter Zeit gelernt, oder? Ich weiß, worum es geht, aber Olli hat immer recht. Eben. Also, weg mit dir, bevor ich es mir anders überlege. Danke dir. Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday! Schau mal her. Und hier haben wir von Arno ein Geschenk. Und das hier ist von Fabian. Oh, sollen wir die mal auspacken? Hm? Die sind ja riesig. Vielleicht kann uns ja dein großer Bruder dabei helfen. David! Ich mach schon. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe auch jedes Jahr eine Zeit, wo ich völlig fertig bin. Ich war mal schwanger und ich habe das Kind verloren. Tut mir leid. Am Anfang habe ich gedacht, diese Traurigkeit geht nie weg, aber wirklich, es wird besser. Aber du kannst wieder ein Kind bekommen, wenn du willst. Aber Mama, komm dich mit zurück. Wieso geht das denn jetzt nicht, hä? Also. Perfekt. Hallo, das ist die Mailbox von Luise von Waldensteig. Ich bin gerade nicht erreichbar, aber hinterlasst mir doch bitte eine Nachricht. Ich rufe dann zurück. Danke. Hallo, ich bin's. Und jetzt rate mal, was ich für dich hab. Eine Überraschung. Also mach mal hin und beende deinen Termin so schnell wie es geht und komm nach Hause. Ich freue mich. Tschö. Dir keine Sorgen. Außer sonst kommt mal wieder gedroht hat, uns vom Schloss zu werfen, ist bei uns alles okay. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht da bin und euch helfen kann. Elisabeth, bleib lieber da, wo du bist, bis über die Sache mit Hannes Gras gewachsen ist. Ja. Dann wünsche ich euch weiterhin gute Nerven. Und meldet euch, wenn irgendwas ist. Machen wir. Und noch eine gute Zeit an der Ostsee.
Danke und bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du vielleicht... Was ist das? Der Übernahmevertrag. Richtig. Und warum sind meine Änderungswünsche nicht eingearbeitet? Das hab ich doch gemacht. Hier. Paragraph 11 und die Ergänzungen für Paragraph 22. Was ist mit der Anpassung des Portfolios, die geänderten Zahlungsmodalitäten? Wo sind die Änderungen dazu? Ja, hab ich wohl vergessen. Ich mach mich sofort dran. Die Deadline war gestern. Es tut mir leid. In einer halben Stunde hast du den Vertrag fertig vor dir. Ich habe eine bessere Idee. Ja, ich stelle wirklich fähigen Juristen ein und du bist gefeuert. Bitte? Fristlos. Das kannst du doch nicht machen. Das kann er auch nicht. Er hat nämlich überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür. So habe ich nicht. Wie wär's denn mit fortgesetzter Arbeitsverweigerung? Du weißt ganz genau, dass das hier keine Arbeitsverweigerung ist. So, das ist doch wohl Interpretationssache, wie so vieles bei euch Juristen. Ach, und da wir gerade bei Arbeitsverweigerung sind... Warum ist dieses gottverdammte Chaos hier immer noch nicht verschwunden? Ich bin ja gerade dabei. Ja, siehst du, genau das ist das Problem. Es ist ein bisschen spät, um nicht zu sagen zu spät. Was soll das denn jetzt heißen? Dass ihr eure Chance nicht genutzt habt. Leider. Ihr habt bis heute Abend Zeit, dann seid ihr von Königsbrunn verschwunden. Und zwar alle. Das gibt's doch nicht. Lydia! Papa, hi, ich bin's. Ich wollte nur sagen, dass ich leider nachher nicht zum Kaffee kommen kann. Warum nicht? Ach, es gibt hier Stress auf dem Schloss, aber gib Christina einen dicken Kuss von mir, ja? Ja, mach ich. Gut, dann feiert nachher schön. Ach, Lydia, du kommst doch an Weihnachten, hm? Papa, ich... Ich will dieses Jahr mit Sebastian feiern. Ja, gut. Bis die Tage. Was ist? Kommt sie nicht? Mein erstes Weihnachtsfest ohne Möhrchen. Hey, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Oh, echt? Ist das alles für mich, Schatz? Was auch immer witziger. Ah, ist irgendwas? Luise ist nicht da, obwohl ihr Termin schon längst vorbei sein müsste. Vielleicht erledigt sie noch die letzten Weihnachtseinkäufe. Ja, aber dann kann sie doch an ihr Handy gehen. Hört sie das nicht bei der ganzen Weihnachtsmusik überall? Alter, was ist das denn? Eduard hat mich gestern angerufen. Und? Und er hat gesagt, dass er meinen Lieben etwas antun würde, wenn ich im Prozess nicht für ihn aussage. Glaubst du etwa, dass er Luise... Ihm ist doch alles zuzutrauen. Wenn Sie hier fertig sind, machen Sie den anderen Suiten weiter, ja? Aber der Bilderrahmen bleibt bitte hier, der gehört zum Inventar. Was soll das? Oh, ich lass packen für euch, ihr sollt euch doch nicht überanstrengen. Sag mal, spinnst du? Ach, Justus, bringen Sie das Zeug doch vielleicht schon mal runter, damit sie nicht im Weg rumsteht, ja? So einfach wirst du uns nicht los. Was, denn wollt ihr euch anketten? Na, komm schon. Ich bin mir sicher, ihr könnt bei eurem Vater unterkommen. Ja, nein. Richtig. Der will ja gar nichts mit euch zu tun haben. Was ist hier los? Sieh mal an. Frau Ryan. Dass Sie sich hierher trauen. Was machst du denn hier? Ich wollte euch nicht alleine lassen mit ihm. Sie glauben wirklich, Sie können sich alles herausnehmen. Hiermit kommen Sie nicht durch. Bist du bereit? Ich glaube schon. Thank you.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich Königsbund noch einmal wiedersehe. Wollen wir reingehen? Ich kann es kaum erwarten, die Gesichter von Rebecca und Sebastian zu sehen. Wir können auch durch den Dienstboteneingang, dann kannst du dich noch einen Moment in meiner Suite ausruhen. Ja, ich glaube, das wird das Beste sein. Tschüss. Luise von Waldensteig hatte hier heute einen Termin. Ja, sie hat dort drüben in der Lounge gesessen, mit einer Dame. Das war sicher die Frau vom Waisenhaus. Wann sind die beiden denn gegangen? Weiß ich nicht mehr genau, aber lange waren sie auf jeden Fall nicht hier. Hat Luise, also hat Frau von Waldensteig denn gesagt, wo sie hinwollen? Wo sie hin wollte? Hat sie leider nicht gesagt. Hey, dass die beiden nicht lange hier waren, das hat nichts zu bedeuten. Vielleicht musste sie noch was erledigen. Vielleicht. Hey, Gregor, mach dich nicht verrückt. Gregor? Hallo. Bist du ja, geht's dir gut? Ja, wieso? Ich habe dir sogar 100 Mal auf einer B gesprochen und du hast mich zurückgerufen. Ja, wir waren noch im Waisenhaus. Ich habe mein Handy hier liegen lassen. Entschuldigung, haben Sie vielleicht mein Handy gefunden? Moment. Was habe ich dir gesagt? Ja, hier sind wir. Hier hat sich ja nichts verändert. Kennst du das Zimmer noch von früher? Sehr gut sogar. Hier habe ich mich immer mit eurer Mutter getroffen, als sie noch Bedienstete war. Echt? Dort am Fenster haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Oh Gott, das ist alles schon so lange her. Und wir hatten damals keine Ahnung, was auf uns zukommt. Willst du dich noch einen Moment hinlegen, solange wir die anderen suchen? Nein, ich bin in Ordnung. Glaubst du, Rebecca und Sebastian sind hier? Soll ich sie mal anrufen? Ach, die können wir suchen gehen. Wartest du so lange hier? Ja. Die werden sich so freuen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Bis gleich. Hallo, Charlie. Möchtest du einen Kaffee? Gerne. Machen Sie einen, ja. Wo hast du den Matthias gelassen? Wir haben uns getrennt, das ist besser für unsere Nerven. Das sagst du mir erst jetzt? Ach, Charlie, wir haben uns doch nur zum Einkaufen getrennt. Und ich dachte schon. Was ist los? Nichts mehr, war nur ein bisschen schwindelig gerade. Ja, dann bleib am besten erst mal sitzen. Ich hol dir noch ein Wasser, oder? Nein, lass mal, das ist schon wieder okay. Das wird nur der Stress sein in letzter Zeit, weißt du, bei der ganzen Aufregung mit Sebastian und... Ja, bei euch war ziemlich viel los. Ja, und ich hoffe, dass zumindest Weihnachten ohne Probleme über die Bühne geht. Geht es? Natalie! Justus, bringen Sie die Koffer wieder nach oben. Die jungen Herrschaften werden nicht ausziehen. Bin ich Ihre Vorgesetzte? Elisabeth, lass gut sein. Wir werden das einfach vor Gericht klären. Nein, hier geht es ums Prinzip. Er hat kein Recht, euch einfach rauszuwerfen. Also, Sie haben gehört. Bitte bringen Sie die Sachen wieder auf die Suiten. Mit welchem Recht geben Sie eigentlich hier Anweisungen, Frau Ryan? Johannes hat immer gewollt, dass Königsbrunn des Zuhause aller Landstädts ist. Tja, der Alte ist tot. Jetzt hab ich das Sagen hier. Und ehrlich gesagt, die sentimentalen Anwandlungen längst verblichener. Kümmern mich einen Dreck. Bringen Sie die Koffer raus. Die Sachen bleiben hier. Dass Sie sich überhaupt noch hierher trauen, Frau Ryan? Sie sind eine Schande für Ihre Familie. Vielleicht können wir froh sein, dass wir den nicht mehr tragen müssen. Sicherheitsdienst? Ja, kommen Sie doch mal bitte in die Halle. Wir haben ja ein Problem. Nein. Sie wollen uns mit Gewalt rauswerfen. Aber wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Aber du warst doch vollkommen außer dir vor Sorge. Irgendwas muss dich doch beunruhigt haben. Eduard hat mir gedroht, dass er jemanden, den ich liebe, etwas antun will, wenn ich im Prozess nicht für ihn aussage. Und jetzt hast du gedacht, dass er...
Mein Gott, das tut mir leid. Ich verspreche dir, ich werde jetzt immer erreichbar sein und ich werde mein Handy immer mitnehmen und ich, wenn ich zu spät komme, dann sage ich dir Bescheid und ich werde vorsichtig sein. Ja, und deswegen gehen wir auch gar nicht mehr auf die Straße. Also Eduard könnte zufrieden sein, wenn er uns jetzt so reden hört. Warum? Weil wir uns Sorgen machen. Ja, das ist doch genau das, was er will. Dass wir uns verrückt machen, dass wir unser Leben nicht mehr genießen. Aber den Gefallen, den werden wir ihm nicht tun. Du willst also nicht, dass ich dich über jeden meiner Schritte informiere und ich dich immer anrufe? Wenn du das willst, dann mach das sehr gerne, aber nicht aus Angst vor diesem Irren. Wir werden uns nicht verstecken. Was ist denn passiert? Ach, Nathalie, du bist umgekippt und zum Glück war ein Arzt unter den Gästen. Aber das war doch nur mein Kreislauf, der spielt zurzeit ein bisschen verrückt. Wirklich, mir geht's schon wieder gut. Dann hatten Sie solche Schwindelanfälle schon öfter? Ja, nur nicht so stark, aber es kommt eben mal vor, oder? Hatten Sie denn in der Vergangenheit regelmäßig Ihre Periode? Nein, ich bin überfällig. Aber das kann nicht sein. Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Sie sollten das auf jeden Fall von einem Gynäkologen kontrollieren lassen. Ja. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Oh, schön, dass ihr da seid. Dann könnt ihr ja gleich mit verschwinden. Gepackt ist schon. Wir lassen uns doch nicht einfach rausschmeißen. Die Herrschaften weigern sich, das Anwesen zu verlassen. Wären sie so freundlich, ihnen den Weg zu weisen. Das kann ich doch nicht machen. Ja, und sie bringen eigentlich das Gepäck hier raus. Ja, hopp. Ja. Fassen Sie mich nicht an! Finger weg! Lassen Sie mich raus! Raus! Sie meine Schwester los! Das können Sie nicht machen! Lassen Sie mich los! Was ist das geworden? Sagen Sie, dass Sie das lassen sollen! Ehrlich gesagt, es fängt gerade an mir zu gefallen. Und außerdem... Rebecca! Sebastian! Das kann doch nicht. Papa. Papa. Becky, Mädchen. Sebastian. Oh.